Aber die schaut doch echt geil aus, oder? Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Und wir sind hier immer noch auf dem Weg, uns, wie soll ich das sagen, Kristalle zu holen. Irgendwo, in diesen Höhen. Und wir versuchen, so wenig wie möglich dabei zu sterben. Was auch nicht so einfach ist. Ich rüste jetzt hier aber mal meine Waffe direkt aus. Hier unten habe ich letztens die Schlange gesehen. Die ist mir dann auch nachgekommen. Na, ich muss die Waffe hier jetzt ausrüsten. Es tut mir leid für alle, die jetzt nicht so viel sehen. Ich weiß, ich kann die Gamma hochschrauben, nur dann sehe ich selber zu viel weiß. Und das ist dann auch Mist. Wenn bei mir das Game dann komplett für den Eimer ausschaut. So. Wir sind noch am Leben. Was zur Hölle bist du? Ach, ihr seid auch nur Schlangen. Schlange 1. Ich höre die ganze Zeit hier in meinem Ohr woanders eine. Hinter mir, und das ist ungünstig. Schlange. Wie viel seid denn da? Seid ihr denn? Ich glaube, ich brauche mehr Patronen. So, wir haben jetzt einiges an Metall und Kristallen gesammelt und jetzt geht's wieder zurück nach Hause. Ist hier jetzt noch irgendwas Böses? Ja, da taucht kurz was ganz Böses. Schauen wir ihm zu? Schauen wir ihm zu. Ja, kommt. Ist doch egal. Schauen wir ihm zu. Hier hoch kommt er eh nicht. Da. Seht euch ihn an. Dieses Mistvieh, wenn das uns erwischen würde, dann wären wir jetzt hin. Es wäre ungünstig. Jo, einfach mal wieder weiter nach Hause, Richtung diesem Obelisken. Ich habe mir jetzt meine Dino-Brille gegeben, die habe ich irgendwo mal gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Höhle war oder sonst was. Und mir ist was aufgefallen. Ich war ziemlich leicht auf dem Rückflug, weil ich das halbe Metall habe liegen lassen. Deswegen bin ich nochmal zurückgeflogen und habe nochmal was geholt und habe dir hier alles jetzt offscreen mal kurz vorher nachgedingst und schon mal alles so halbwegs sortiert. Und ich habe hier mal mein Zeug repariert. War auch mal sinnvoll. So, was machen wir denn hier jetzt? Was können wir denn machen? Widerstandskraft. Ich gebe mir hier einfach mal ein Level. Ach, wir können zweimal aufsteigen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt in dieser Höhle verbracht habe. Und wie lange ich jetzt noch hin und her geflogen bin. Ich wollte auf jeden Fall die Levelaufstiege hier jetzt fürs Video lassen. So. Chitin habe ich auch noch gesammelt. In der Höhle sind ja die kleinen Spinnchen. Und da habe ich hier mal... Ich kann nur 5 herstellen. Ist das dein Ernst? Nein, wahrscheinlich wegen dem Stein. Kristalle habe ich jetzt so viel. Ich habe nicht so viel gefunden. Das ist blöd. Und ich müsste mir hier neue Dinge herstellen. Neue Patronen, genau, hier, da oben sind sie. Moment, was wollte ich? Ich wollte Strukturen herstellen. Den hier wollte ich heute auf jeden Fall noch machen. Metallbahn müssten wir hinbekommen. Und Zementbrei müssten wir theoretisch auch hinbekommen. Und ich habe hier was gelesen, hier. Kiesel. Feuersteinkiesel. Ja, hier unten steht's, aber wieso schreiben die da nicht einfach Feuerstein hin? Weil so Kiesel ist eigentlich ein bisschen irreführend. Hängt's am Keratin? Also Chitin oder am Stein? Ich hoffe mal, das hängt am Stein, weil Stein kann ich dir besorgen, das ist kein Problem. Nur Chitin ist dann wieder richtig blöd und ich werde es heute eigentlich fertig machen, das Ding. Ich weiß nicht, wie viel ich rausschneiden werde von meinen Reisen jetzt, die ich gebraucht habe dahin. Ich denke mal einiges. Ich meine, es ist ja auch nur langweilig, wenn ich die ganze Zeit hin und her fliege. So. Schauen wir nochmal. Chitin haben wir, Stein fehlt. Okay, das ist gut. Damit können wir arbeiten. Stein können wir uns suchen. Null. Keine Ahnung, wieso das so ausgegraut ausschaut. Danke. Danke fürs Laden. Stein, 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 Stein. Haben wir hier wieder diese runden Kiesel mit Metall drin? Können wir nebenbei noch ein bisschen Metall sammeln?
Mein an Metall kann man nie zu wenig haben. Sage ich und bekomme kein Metall aus. Gib mir Metall. Gib mir Metall. Ich meine, ich habe zwar genug Metall jetzt wieder, aber es ist ja nicht von Nachteil, wenn ich mehr Metall hätte. So. Stein, 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 Stein. Wie viel habe ich denn jetzt da eigentlich von? Ja, schön, explodiere. Fast 100 Stein. Und ich könnte noch ein bisschen was tragen. Ich habe ihr Gewicht aufgelevelt. Jetzt sind wir so ziemlich gleich wieder da. Dann schmeiße ich hier jetzt die Steinchen rein und schaue, wie viel ich da jetzt rausbekomme. Und ich packe hier auch mal meine Axt ein. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass ich hier mit der Axt rumrenne. Dass ich da aus Versehen mal irgendwas schwinge und dann ist das irgendwas tot. Wie viel brauchte ich davon noch? Okay, jetzt noch 10. Wie viel kann ich mir herstellen jetzt noch? 11. Okay. 9. 10. Alle herstellen. Okay. Dann passt das hier. Metallbarren sind wieder einige fertig. Ah, das ist immer so schön, wenn ich zurückkomme, hier die Metallausbeute. Strukturen. Brauche ich dafür eigentlich Strom oder wie soll das eigentlich funktionieren? Weiß es noch nicht. Wahrscheinlich muss ich dann hier noch irgendwas mit Generator oder sowas lernen, damit ich das dann überhaupt betreiben kann. Nur gibt's den jetzt schon in meinem Level? Ich glaube fast nicht. Giftgasgranate, ja toll. Metallsäule ist auch ziemlich unnütz momentan. Metallgeländer. Feuerstelle, das brauche ich momentan nicht. Also glaube ich. Ich weiß nicht, was es mir momentan bringen sollte. Nö, Wandfackel ist eigentlich auch ziemlich, ja, interessant. Radio. Hiermit kannst du, ja, über große Distanzen kommunizieren. Das bringt mir nichts, weil ich mich hier mit keinem unterhalten kann, weil das kein Server ist. Die hier wollte ich unbedingt noch holen für meinen Ausflug. Erlernen. Kann ich jetzt eigentlich die Ketin-Boots noch lernen? Sind denn die? Ketin-Boots? Ach, ich hab's ja schon erlernt. Ich muss ja erst craften, nur. Was brauche ich denn für euch? Ketin. Stiefel. 12 Ketin. Ja, machen wir uns eine. Damit wir hier wenigstens eine fertige Rüstung haben. So. Du bist hier drin. Schaut denn jetzt mit der Zementpaste aus. So. Bist du fertig? Gut. Können wir uns jetzt die Struktur herstellen. Zementpaste da rein. Müsste jetzt eigentlich alles... Ne, Metallbahnen fehlen mir noch ein paar. Aber die müsste ich jetzt auch noch haben. Müsste eigentlich genau reichen, wenn ich mir das anschaue. Ja, 35... herstellen und Drehbank, Gegenstand herstellen. Kann mir immer noch nicht denken, dass das hier ohne irgendwas funktioniert. Wieso wiegt ihr eigentlich alle nur 4 Kilo? 7. Hilfe, bist du riesig. Kann ich dich hier so irgendwie... Nein. Hier. Du bist ziemlich groß. Will ich dir nur mal sagen. Moment, okay, ich kann hier noch dran vorbei. Okay. Inventar öffnen für mehr Optionen. Hier kannst du maschinell Gegenstände herstellen. Benötigt für den Betrieb Benzin, dachte ich mir. Aber die schaut doch echt geil aus, oder? Bisschen überdimensioniert, aber auch nur ein bisschen. Ich meine, ich kenne ja Drehbänke. Ich weiß, dass manche so ausschauen, aber die sind dann ein bisschen kleiner. Sodass man die auch noch bedienen kann. Oder sind noch größer und dann überall mit Motoren. Ne. Wie bekomme ich hier Benzin? Das ist jetzt die nächste Frage. Schalldämpferaufsatz wollte ich mir auch holen. Könnte ich mir auch craften. Nur Benzin wäre eigentlich das nächstwichtige. Na, wahrscheinlich kann ich das jetzt noch nicht mal holen. Soll ich den...
Can only be crafted an Werkbank. Ja, schön. Kann ich hier eigentlich Benzin? Nein. Generator. Benötigt Level 50. Bin ich noch ein bisschen davon entfernt. Welchen Level bin ich jetzt momentan? Level 43, ja nicht mehr so weit. Wieso konnte ich denn hier jetzt nicht lernen? Ich habe doch genug Entgrammpunkte. Und das braucht 13. Irgendwas fehlt mir da noch. Nee, aber ich müsste doch... Ach Moment, ich hab's ja schon gelernt. Ich hab's mir nur noch nicht gebastelt. Bierfass. Wäre eigentlich auch was. Beet, auch interessant. Ich habe nur keinen Plan, wie ich mir hier Benzin herstelle. Ich fände es jetzt blöd, wenn es erst später rankommen würde. Ansaugrohr. Metallbewässerung, nee, ich mache momentan nichts dafür. Polymer. Okay. Und Elektronik brauche ich bestimmt. Ja, das sind so Sachen, da weiß ich, dass ich die brauchen werde. Dann würde ich sagen, haben wir hier ja schon einiges bekommen. So. Lithiumsalzperle. Obsidian und Zementbrei. Zementbrei, okay. Obsidian habe ich wieder oben in dem Schneegebiet. Muss mal überlegen, ob ich umziehe. Oder wie ich am besten hier umziehen kann. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.